Prost. Übrigens, schön, dass Sie es noch geschafft haben. Ich meine, Sie müssen ganz schön müde sein nach so einem anstrengenden Tag, oder? Naja, müde ist das falsche Wort. Ich bin so ein bisschen angeschlagen, aber es passt schon. Ja, dann steht unserem gemeinsamen Abend ja nichts mehr im Wege, oder? Das sehe ich ganz genauso. Ich heiße übrigens Michael. Also, ich bin die Madeleine. Das kann doch kein Zufall sein. Michael, du hier? Geres. Hallo. Hallo. Das kann wirklich kein Zufall sein, oder? Wieso? Ich bin hier öfter. Oh. Ja. Also, wenn ich schon mal da bin, was machen wir denn heute Abend? Zu dritt. Willst du mich nicht mal vorstellen? Nee. Also, das war wirklich ein sehr netter Abend. Ich finde, das sollten wir noch mal wiederholen. Ja, finde ich auch. Ich gebe dir mal meine Karte. Hier, steht alles drauf. Ach, danke. Okay? Ja, dann gebe ich dir auch mal meine, damit du mich dann kontaktieren kannst. Ja, ich würde mich freuen. Wenn Sie vielleicht auch mitkommen wollen? Ist aber lieb. Ja, klar. Ja. Na dann, vielleicht bis bald, oder? Sehr gerne. Also, ja. Tschüss. 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 Oh Gott. Da hinten ist schon wieder mein Ex-Freund. Ja, kein Problem, ich fahre dich eben nach Hause. Ja, da komme ich mit. Sicher, sicher. Ja, hi Madeleine, Michael hier. Du, das war ein sehr netter Abend gestern. Und ich finde, das sollten wir noch mal wiederholen. Gut, mein Kollege, der hat ein bisschen gestört, aber der muss nächstes Mal zu Hause bleiben. Also, wenn du Lust hast, dann melde dich einfach bei mir. Ja? Okay, ciao. Was Wichtiges? Kriminalaktenhaltung, wollten wir es wissen. Aha. Hier, der Spurensicherungsbericht. Die Kollegen konnten weder an der Bombe aus der Bar noch in der Wohnung des Verdächtigen irgendwas Nützliches finden. Obwohl der Kerl die ganze Nacht bei uns in Gewahrsam war, streitet er immer noch ab, dass er irgendwas mit den Sprengsätzen zu tun hat. Kollegen, seitdem mir ein neues Rätsel hinter den Scheibenwischer des Scooter geklemmt. Was? Wie kann das denn sein? Der Verdächtige sitzt in Gewahrsam. Was steht denn drin? Ich habe eine Bombe gefunden, aber als ehrlicher Finder habe ich sie Goethe übergeben. Keine Geldforderung? Nein. Was will er uns damit sagen? Was hat Goethe damit zu tun? Ein ehrlicher Finder. Vielleicht ein Fundbüro am Goetheplatz. Da ist keins. Aber an der Goethestraße ist eins. Komm, beeil dich. Ja, kann nicht so schnell, Kollege. Wir sind von der Kripo. Hören Sie, wir suchen einen Gegenstand, der das hier auch... Das geht den meisten so, die hierher kommen. Hören Sie, sparen sich einfach Ihre Scherze. Ja? Wir suchen einen Sprengsatz. Wurden gestern oder heute irgendwelche Gegenstände hier abgegeben? Moment mal. Eine Brieftasche, ein Autoschlüssel... Nein, der Gegenstand muss größer sein. Ja, Moment, ich guck mal nach. Fassen Sie nichts an, bitte! Wo bleiben denn die Jungs vom Bombenkommando? Den hätte ich beinahe vergessen, denn der wurde heute Morgen abgegeben. Ganz vorsichtig ablegen, kommen Sie. Ganz vorsichtig. So, und jetzt verlassen Sie sofort das Gebäude. Sofort raus hier, raus! Alex, da hast du recht. Da haben Gerrit und ich mal so richtig, richtig viel Glück gehabt. Ein Geschenk? Für mich? Ach, hat sie das so gesagt? Das ist schon nett. Alles klar, okay, ja. Danke, bis später, ciao. Was für ein Geschenk? Ist privat. Also, der Sprengsatz ist nur nicht hochgegangen, sagt die KTU, weil sich ein Kabel gelöst hatte. Tja, Gott sei Dank. Also, die Frau aus dem Fundbüro hat gesagt, dass der Koffer heute früh abgegeben wurde. Aber heute früh saß unser Verdächtiger in Gewahrsam. Er kann natürlich auch jemanden beauftragt haben, die Bombe für ihn zu platzieren, um von sich als Täter abzulenken. Das würde natürlich auch erklären, warum es keine Geldforderung dieses Mal gegeben hat. Und warum die Bombe nicht hochgegangen ist. Wir müssen ganz dringend noch mal mit dem Typen reden. Jetzt wissen Sie ja, dass ich unschuldig bin. Ja, weiß ich das? Die ganze Aktion, die macht Sie nicht minder verdächtig. Oh, wie oft denn noch? Ich bin nicht Ihr gesuchter Bombenleger. Ja klar, deswegen tragen Sie sich darum, wo eine Bombe liegt, tragen Perücken und haben eine Kamera dabei, ja? Oh, sorry, ich dachte, du wärst schon fertig. Was gibt's denn? Hier, ein Geschenk für dich. Wahrscheinlich von deiner neuen Freundin. Sekunde. Ist schon durchleuchtet worden?
Ich gehe mal davon aus. Ist von einem Geschenkshop. Wahrscheinlich wirklich von Madeleine. Freue ich mich aber. Oh, Scheiße. Das ist eine Bombe. Das Gebäude muss evakuiert werden. Sofort. Adam, tun Sie doch was! Ja, was soll ich denn machen? Ziehen Sie das grüne Kabel, denn ihr seid entschärft. Woher wollen Sie das bitte schön wissen? Glauben Sie mir! Gut, ich habe die Bombe im Park und in der Whiskybar gelegt. Nur glauben Sie mir, ziehen Sie das grüne Kabel! Komm mal schon. Adam, alles klar, ich Gott sei Dank. Wir haben ja zum Glück den richtigen Mann hier gehabt. Dann sagen wir erstmal vielen Dank. Auch für das Geständnis. Wo musste Michael denn so plötzlich hin? Keine Ahnung, Alex. Er hat nichts gesagt, außer dass es dringend ist. Hey, Leute, wartet mal. Gut, dass ihr hier seid. Also, momentan müssen wir von einem Trittbrettfahrer ausgehen, der für die letzten beiden Sprengsätze verantwortlich ist. Für die im Fundbüro und auch bei uns im Vernehmungszimmer. Pass auf, die Fingerabdrücke, die wir auf dem Karton sichergestellt haben, die passen nicht zu unserem Verdächtigen. Mhm. Sind sie denn bei uns in der Datei? Nein, leider nicht. Sag mal, was ist denn, wenn die neue Schnalle von Michael dahinter steckt? Wie kommst du denn da drauf? Naja, die hat doch hier angerufen und gesagt, dass sie für Michael ein Geschenk hätte. Das habe ich ihm doch sogar noch ausgerichtet. Okay, Robert, pass auf. Hier, auf der Visitenkarte, da sind ihre Fingerabdrücke drauf. Gleich die mal ab, ja. Und da sind natürlich auch meine drauf. Ja, klar. Aha. Also, wenn diese Madeleine irgendwas damit zu tun hat, dann müssen wir Michael Bescheid sagen. Ich habe schon eine Ahnung, wo der steckt. Ja, schön, dass du es noch geschafft hast. Also, und übrigens heute, also heute wird uns bestimmt niemand stören. Na, das hab ich doch. Hey, Alex, was gibt's? Gerrit, die Fingerabdrücke auf dem Paket sind von Michaels Bekannter. Wie bitte? Die sind von ihr? Okay, ich bin gleich da. Bis später. Kommen Sie mir her, bitte. Ach, der Herr Kommissar. Ja, war mein Kollege eben hier, in Begleitung einer Frau. Ja, ja, die waren hier. So ein ganz nettes Pärchen eigentlich. Sind aber so vor 20 Minuten gegangen. Haben Sie mitbekommen, wohin Sie wollten? Nee, tut mir leid, leider nicht. Okay, danke. Noch Zeit auf ein Gläschen Wein? Ja, so, da kann ich eigentlich nicht Nein sagen. Ach, Entschuldigung. Irgendjemand Wichtiges? Das kann man so nicht sagen. Auf jeden Fall niemand, von dem ich mich jetzt stören lassen würde. Hm? Na dann komm. Sehr gerne. Mensch, Michael, geh doch an dein Telefon. Nein, Alex, ich habe Michael immer noch nicht erreichen können. Er geht nicht an sein Handy. Gerrit, es gibt ein neues Rätsel. Was? Ja, in dem neuen Rätsel ist davon die Rede, dass ein Beamter in den 43. Himmel fahren wird. Sagt dir das was? Ein Beamter soll in den 43. Himmel fahren? Warte mal. Alex, die Bekannte von Michael hat die Hausnummer 43. Ich muss mich beeilen. Tschüss. Das ist hier, wirklich. Mhm. Echt toll. Ja, gefällt's dir hier? Ja, sehr ja. Gut. Echt. Auch ein toller Blick, echt. Mhm. Super. Das stimmt. Ah. Danke. Vielen Dank. Ja, dann auf einen schönen Abend. Mhm. Okay. Prost. Schmeckt ein bisschen komisch. Tut mir leid, ich glaube, der korkt. Naja, es gibt Schlimmeres. Worauf du einen lassen kannst. Einer? Los, die Hände hoch. Was machen Sie denn da? Hey, Sie sind doch wahnsinnig. Hallo, hey, hören Sie auf damit. Die Bombe im Fundbüro, die haben Sie auch gelegt, oder? Richtig. Und das Bombenpäckchen im Präsidium stammte auch von mir. Dafür musste ich mir leider bei dir einen Karton ausborgen. Aber den brauchst du bald sowieso nicht mehr. Hören Sie, machen Sie uns einfach die Fesseln ab und geben Sie auf, bitte. Interessiert dich gar nicht, wie ich auf diese wunderbare Idee gekommen bin, Bulle? Ich habe vor der Bar die ganze Bombengeschichte mit angehört. Du bist doch völlig durchgeknallt. Du bist alles für mich, Madeleine. Aber wenn ich dich nicht kriegen kann, dann soll dich auch kein anderer kriegen. Hören Sie, bisher ist noch niemand zu Schaden gekommen. Wenn Sie jetzt aufgeben, dann kommen Sie mit einem blauen Auge raus. Aber wenn Sie das durchziehen, dann gehen Sie in den Knast, Ihr Leben lang. Tatsächlich?
Ist jetzt auch egal. Es ist zu spät. Die Bombe ist fertig. Tschüss, ihr Süßen. Hey. Gute Reise. Hey. Oh Mann. Gary, die Waffe. Gib mir die Waffe von ihm. Ja. Danke. Gary, die Bombe kommt. Die Bombe. Oh, Scheiße. Okay, welcher darf nicht? Der Grüne. Der Grüne. Bist du dir ganz sicher? Gerrit, nimm den Grünen Draht, wenn ich es dir sage. Ganz sicher. Der Grüne, Gerrit. Der Grüne! Oh Mann. Alles okay? Herr Kollege, ich hätte nicht gedacht, dass ich mich so freuen würde, dich zu sehen. Wie wär's denn jetzt mit einem schönen Abend zu dritt? Rainer Schmitzke wurde wegen mehrfachen versuchten Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Gregor Paschulke wurde wegen versuchter räuberischer Erpressung in Tateinheit mit Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion und versuchter Geiselnahme zu 10 Jahren Haft verurteilt. Kommissar Nasebands Bekannte hat ihn und Kommissar Grass zu einem gemeinsamen Abendessen eingeladen.